für Werbung für euch, dass ihr als Marketingleute ordentlich dort eure Produkte platzieren könnt, eure Werbung da platzieren könnt und dass ihr das nicht nur auf Verlegerplattformen zukünftig machen müsst. Und das ist auch die große Frage, die wir uns natürlich stellen. Ist das wirklich eine Alternative zu klassischen Verlegerplattformen? Kann man damit wirklich gut Werbung machen? Wenn ja, wie funktioniert es? Die Leute, die wir hinter der Bühne haben, wissen es definitiv und die hole ich euch jetzt raus. Und ihr dürft natürlich einen ordentlichen Applaus denen spendieren, wenn sie denn auf die Bühne kommen. Da haben wir zum einen den CEO der Otto Gruppe Media, Thorsten Ahlers. Dann haben wir den Managing Director Amazon Online Germany, Philipp Missler. Den Managing Director Rewe Digital, Dr. Johannes Stegmann. Den Head of Digital Sales Activation in E-Commerce Germany bei Mondelez International, Kai Zornagel. Und den CEO Retail Media Group, den Richie Ogwu. Und natürlich haben wir auch eine Moderatorin. Nachdem wir hier eine starke Kreuzritterschaft der Männlichkeit haben, müssen wir natürlich auch eine Moderatorin euch zur Seite stellen, die euch als Dompteure hier zusammenhält. Bitte begrüßen Sie die CEO von Q-Division, Melanie Vogelbauer. So Melanie, ich hoffe, du kannst deine Männer hier ordentlich im Zaun halten, deine Kreuzritter, dass die hier die Bühne ordentlich rocken und uns ordentlich was erzählen. Wir wollen aber natürlich Sie als Publikum aktivieren mit den Voting-Tool-Fragen und wollen von Ihnen Ihre Meinung wissen zu einer Frage, die ich Ihnen jetzt stellen werde und die Sie hier auf den beiden Bildschirmen sehen werden. Nehmen Sie also bitte Ihre Fernbedienung unter Ihren Sitzen hervor, kurz, und dann stelle ich Ihnen die Frage. Which companies in the German retail media business are leading the market? Nummer 1, the trade, no one else has such information data about its buyers. Nummer 2, e-commerce heavyweights such as Amazon and Google, their databases are unmatched. Drücken Sie also entweder 1 oder 2 jetzt für Ihre Antwort, damit wir wissen, wie Sie auch denken und was Sie sich vorstellen. Melanie, ich frage dich mal als Moderatorin, was glaubst du, was gewinnt? 2. 2. Thorsten? 2. Philipp? Nicht überraschend, 2. 2. Richie? Noch 2. Dann habe ich noch die beiden anderen, Johannes und Kai. Was denkt ihr beiden? 2. 2. Schließe mich an. Also, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Schauen wir mal, was unser Auditorium gedrückt hat und was bei der Voting-Tool-Frage powered by SourcePoint rausgekommen ist. Bitte Ergebnis. Oh mein Gott, was ein klares Ergebnis. Melanie, das war eindeutig. Ich wünsche dir viel Spaß im Panel. Danke. Übrigens, eine Sache habe ich noch. Wichtig. Wir haben einen Buzzer. Hier. Es ist wichtig für euch, dass ihr wisst, ihr dürft eine Frage stellen. Einmal ist dieser Buzzer aktiviert im Panel. Das heißt, wenn ihr da hingeht, sagt ihr kurz eure Firma, euren Namen und dann stellt ihr eine kurze Frage. Keine lange Frage bitte, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Das wäre schön, wenn es klappt. Ich bin gespannt, ob ihr euch traut. Viel Spaß, Melanie. Jetzt. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu unserer Runde Retail Media, die Eroberer der letzten Meile im Digital Advertising. Ich wage zu bezweifeln, dass es die letzte Meile ist. Wir wollen ja noch ein bisschen was diskutieren in den nächsten Jahren. Tatsache ist aber, dass das Thema in Deutschland recht spät bei uns angekommen ist, während zum Beispiel jetzt Alibaba schon geschätzt 50% der Umsätze mit Digital Advertising einfährt. Ich würde gerne wissen und frage dich, Thorsten Ahlers, du bist Managing Director der Otto Group Media, im Mai 2015 gegründet, also mit Zalando oder Amazon die Pioniere am Markt. Was hat denn in Deutschland die Rahmenbedingungen in unserem Markt verändert, dass das Thema plötzlich aktuell wird? Verdient man nichts mehr als Händler? Ja, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass die Reichweiten von E-Commerce-Sites natürlich explodieren. Ich komme ja aus der klassischen Media, von Verlagen her und war lange Zeit Geschäftsführer bei AOL und man sieht einfach, dass die Reichweite von Shopping-Seiten explodiert und dass der Nutzer sich da bewegt und dass die Werbewirkung verdammt gut ist. Wir haben eine Werbewirkungsstudie gemacht. Wir sehen, dass sich die Nutzer dreimal so lange mit Werbemitteln auf E-Commerce-Seiten beschäftigen, dass es Empfehlungscharakter hat, eine hohe Werbeerinnerung. Die Studie werden wir heute vorstellen. Und das Zweite,
Thema, was das Thema Retail Media so interessant macht, ist die Fähigkeit, mit großen Datenmengen inzwischen hohe Kampagnenvolumina steuern zu können. Das ist absolut neu. Uns ist das durch die Ströhr-Partnerschaft gelungen. Und wir haben mit L'Oreal gerade eine Studie veröffentlicht, wo wir über 90% Trefferquote haben in Alter und Soziodemografie. Und das gibt natürlich ganz, ganz neue Möglichkeiten für den Advertiser. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf eure Allianz mit Ströhr. Ich weiß auch, Philipp, wir konnten in den letzten Monaten viel lesen über die Amazon Media Group, auch in Deutschland. Wir wissen um eure ambitionierten Wachstumsziele auch in dem Markt hier. Und ich weiß, dass du die These vertrittst, dass Retail Media sich neben Google Search und Social als die drittwichtigste Werbegattung etablieren wird. Wieso hat diese Werbegattung so großes Potenzial? Ich glaube, wir müssen das Thema sozusagen noch ein bisschen weiter fassen. Wenn wir über Retail Media reden, dann ist das zwar richtig, es geht um Reichweite und Daten, aber das ist nur ein kleiner Aspekt des Themas. Was das Thema eigentlich treibt, ist ein fundamental verändertes Kaufverhalten. Wenn ich hier ins Auditorium vor 10 Jahren gefragt hätte, wie kauft ihr eigentlich ein Waschmittel, dann wäre die Antwort ziemlich uniform gewesen. Ja, ich gehe in die Drogerie oder in den Supermarkt und kaufe halt ein Waschmittel. Wenn ich die Frage heute stellen würde, würde ich 10 unterschiedliche Antworten bekommen. Da kaufen Leute online, mobile, nutzen einen Dash-Button, kaufen über Voice. Und ja, da gehen auch Leute noch in den Drogeriemarkt, aber die allermeisten davon haben online schon eine Meinung aufgebaut. Das heißt, die berühmte Customer Journey ist nicht mehr linear, sondern hat sich vervielfältigt. Und ich glaube, daran liegt die große Herausforderung, die Marketeers heute haben. Es sind viele neue Opportunities, aber es ist nicht mehr so einfach. Und darauf findet E-Commerce-Marketing, wie wir es nennen, Antworten. Denn selbst in FMCG-Kategorien ist ja heute ein großer Teil des Wachstums schon über digital getrieben. Und die Insights zu finden, rauszufinden, wie die Leute heute einkaufen, wo ist denn eigentlich noch der Point of Market Entry? Das ist das Thema, mit dem sich die Marketeers beschäftigen müssen. Ja, um ein ganz kleines Beispiel zu geben, ich kaufe mein Waschmittel über einen Dash-Button. Das ist ein Persil-Button, der klebt an meiner Waschmaschine. Da kann ich 10 Jahre lang TV ausgeben, um mich davon zu überzeugen, dass das was anderes sein sollte. Würde ich niemals machen. Ist ja so bequem. Ja, ich habe meine Markenentscheidung getroffen. Und diese Dinge zu verstehen im Vorfeld, ist für Marketeers in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, die größte Herausforderung. Welche Rolle werden denn künftig Publisher oder Vermarkter von Umfeldern dann noch spielen in dem Spiel? Ich glaube, am Ende profitieren alle Marktteilnehmer davon, dass wir über bessere Insights, über genauere Kundenansprache mit Kunden besser kommunizieren können. Wir haben ja beispielsweise eine programmatische Plattform, die alle Publisher bedient. Ja, die Herausforderung ist, die richtigen Daten zu nutzen und dann im ganzen Internet digital Werbung auszuspielen. Davon profitieren auch klassische Vermarkter beispielsweise. Weil ihr dort auch Werbung platziert, die buchbar ist über eure Plattform. Wir haben mal ganz konkret gefragt, in dieser unglaublich großen Datenmenge und Amazon weiß über jeden von uns und über Konsumtrends alles. Wie schafft man es denn, aus dieser ganzen Datenflut die smarteste Data nun rauszufiltern, die auch die Interessen aller Beteiligten harmonisiert, also die des Users, die des Werbungtreibenden und letztlich von Amazon als Händler, der gegebenenfalls noch andere Interessen verfolgen als jetzt der Werbungtreibende. Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen. In Kundengesprächen begegnet uns oft immer mal die initiale Forderung, zeigt uns unsere Daten. Ja? Und dann zeigen wir vielleicht Daten und dann merken die Menschen, oh, das ist viel. Also wie mache ich aus Daten Insights? Das ist die eigentliche Frage. Ja, wie verstehe ich Customer Journeys? Wie kann ich Marketingstrategien rausfiltern? Und wir nähern uns dem Thema auf 2 Wegen. Wir versuchen unsere Standard-Reports über, was sind adressierbare Zielgruppen, was sind vernünftige Strategien, wie kann ich wirklich Insights darüber erlangen, was meine E-Commerce-Marketing-Strategie sein könnte, standardisiert zu bedienen. Aber wir arbeiten mit ganz vielen Werbetreibenden auch in kundenindividuellen Projekten, wo wir gemeinsam Research machen, uns eine Frage stellen, wie hat sich Kundenverhalten an der Stelle geändert, was können wir dagegen tun, wo wir Data Scientists aus Unternehmen mit unseren Analysten zusammenpacken, um gemeinsame Learnings zu generieren. Dann fragen wir doch mal den werbungtreibenden Kunden in unserer Runde. Kai Tornagel ist Head of Digital Sales bei Mondelez, in einem der größten Nahrungsmittelhersteller.
und gehören in Deutschland Marken dazu wie Milka, Jacobs, Oreo und viele andere. In unserer Runde bist du der Vertreter der Werbungtreibenden hier auch im Saal und mal an dich die Frage gerichtet, gerade Markenartikelhersteller, also FMCGler insbesondere, ihr wisst ja über eure Kunden eigentlich nichts, es sei denn, Mafia-Unternehmen hat euch mal ein paar Daten gegeben. Was ändert sich denn jetzt für dich mit dem Thema Retail Media, was dein Marketing verändert hat? Wie nutzt du die Chancen? Also es ist für uns ein dankbares Thema, weil wenn man, wie du schon gesagt hast, wir haben Produkte wie Oreo und Milka, und wenn man sich mal anguckt, wie die Kaufentscheidung getroffen wird und wann, sind das 70-90% am Point of Sale. Das kann der virtuelle oder physische sein. Jetzt guckt man aber an, wie wir klassischerweise unsere Media spenden in der Shopper Journey. Und einiges ist so, dass 80-90% der Media Spendings aktuell in Awareness vielleicht noch ein bisschen Interest fließen. Und da, wo es eigentlich darauf ankommt, den Shopper zu erreichen, ist aufgrund der Limitation, die wir in der Vergangenheit hatten, eben kein Spending geflossen. So, das heißt jetzt ergo, mit der Retail Media gibt es für uns ganz neue Möglichkeiten, den Shopper an relevanten Punkten, relevanten Botschaften zu erreichen. Und demnach haben wir uns das sehr genau angeguckt, also in Gesprächen mit unseren Handelspartnern, aber auch selber und haben, wenn man mal einfach mal eine Retailer-Website nimmt, ja, wie ihr die jetzt habt hier und unabhängige Studie gemacht, haben wir herausgefunden, dass über 30%, ein Drittel der Leute vor ihrem Einkauf diese Website konsultieren. Damit meine ich nicht nur den E-Commerce-Einkauf, sondern auch den physischen. Und dann merkt man auch, wie Medien, die vielleicht früher war der Handzettel das Nonplusultra, ist er auch immer noch ein bisschen, aber wie das Medienverhalten sich ändert und wie wir auch als Hersteller in Kooperation mit den Handelspartnern davon profitieren können. Das heißt, stützt du auch die These, dass du der Gattung so viel Potenzial beifügst, dass es neben Google und Search und Social für euch die wichtigste Säule werden kann? Ja, und ich würde es auch nochmal getrennt sehen. Also auch beim Thema Search selber, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Amazon sich zum nächsten Search-Gigant entwickelt und der für uns höchst relevant ist, weil da sind unsere Produkte, die werden praktisch gesehen, die werden nachgefragt, gesucht, können direkt gekauft werden oder, gibt es ja auch genug Studien drüber, viele Leute gehen am nächsten Tag dann in den Rewe-Store und kaufen sie da und geben dann wiederum die Bewertung des Artikels bei euch ab. Da sieht man also, dass, wie das Ganze sich vermischt eben und auch dann übereinander legt. Ja, ihr arbeitet mit Rewe Digital zusammen, da werden wir gleich nochmal Johannes auch dazu befragen. Jetzt hast du, Thorsten, gesagt, du siehst in der Kombination von Daten und Werbung das Rüstzeug für die digitale Werbung von morgen. Ihr habt als Händler die Daten, du hast schon erwähnt, ihr habt eine strategische Allianz mit Ströer und nun Zugriff auf Media. Warum sind die Allianzen, die ja jetzt in eurem Fall auch in so einem Walled Garden ja enden, warum sind die so wichtig, wie sie auch Zalando zum Beispiel eingegangen ist? Ja, sie sind aus mehreren Gründen wichtig. Der eine Grund ist, dass wir in der Kombination mit Ströer eine enorme Tagesreichweite aufbauen können. Ströer ist ja von der Netto-Reichweite der größte deutsche Vermarkter und wir sind in einer komfortablen Situation, dass wir 60% unserer 25 Millionen Kunden zumindest monatlich auf Ströer-Inventar wiederfinden und können dadurch natürlich das Thema Daten auch operationalisieren. Das ist ja für viele Player die Herausforderung, gerade Werbetreibenden. Die haben einen Haufen Daten, kennen ihre Kunden von der Postadresse, aber schaffen es dann nicht monatlich oder täglich mit ihnen in Kommunikation zu treten. Der zweite Grund ist, wir haben extrem attraktive Werbemittel in der Zusammenarbeit mit Ströer, die wir mit unseren Daten verheiraten können. Auf den Shops haben wir natürlich auch eine ganze Menge Werbeflächen, aber so ein Full-Size-Ad und die gängigen Image-Werbemittel wie Videos, die sind natürlich nicht auf unseren Shops für externe Advertiser zugänglich wegen der User Experience. Das ist der eine Punkt. Und der dritte Punkt, und dafür bin ich ein absoluter Fan, ist das Thema Creative Data Advertising. Uns hat die US-Politik das ja leider vorgemacht, wie wirkungsvoll das ist mit einem verheerenden Ergebnis, aber nichtsdestotrotz ist die Idee natürlich gut. Wenn ich auf verschiedenen Dingen wie Soziodemografien, Kinder im Haushalt, eine Trefferquote habe von über 90%, dann bin ich natürlich als Advertiser in Zusammenarbeit mit meiner Kreativagentur das erste Mal in der Lage, Kampagnen wirklich auf Zielgruppen zuzuschneiden. Und wenn man sich die meisten Werbewirkungsforschung anschaut, dann sieht man ja, dass 70% der Werbewirkung, das sage ich als Vermarkter, ja nicht in dem Mediaplan, mit dem Mediaplan begründet ist, sondern in der richtigen Kreation. Und wenn ich dann in der Lage bin, Frauen, Männer, Singles, Best-Ager für das gleiche Konsumprodukt mit einem anderen Creative adressieren zu können, dann bin ich natürlich auf den immer kleiner werdenden Screens automatisch relevanter und kann das Wort Werbung ganz neu definieren. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also da
werden wir auch nachher sicher noch darauf zu sprechen kommen, aber trotzdem, die Daten erstmal als Händler an einem, mit einem Publisher zu verheiraten, heißt ja erstmal ein Walled Garden in dem Fall. Es wäre ja gar nicht notwendig, man könnte ja auch die Daten schlicht und einfach an die Demand-Side geben, die dann selbst sich die Media programmatisch einbucht. Das tun wir auch. Also wir haben Preferred Partner im FMCG-Bereich, mit dem wir sehr weitgehend auch im Bereich Data Only zusammenarbeiten. Und auch mit der VivaKey als Agentur arbeiten wir da sehr intensiv zusammen. Also das müssen natürlich ausgewählte Partner sein. Wir werden das nicht mit 20 Partnern machen, aber mit einem großen FMCGler, der jetzt nicht gerade Wettbewerber in unserem Kerngeschäft ist, können wir uns sowas gut vorstellen. Okay, da also es gibt auch Data Only und dann kann die Demand-Side selbst machen. Mit ausgewählten Partnern, wie gesagt, ja. Da möchte ich gerne Richie Ukus Meinung dazu einholen. Er ist CEO der Retail Media Group, jemanden, von dem wir ja keinen Walled Garden zu erwarten haben. Und wir kommen auch gleich nochmal auf eure Vermarktungsansätze zu sprechen. Aber Daten allein bekomme ich bei euch auch nicht, also nur in Kombination mit Media. Aber ihr habt keine Allianz. Mit welcher Media verknüpft ihr die Daten? Wie macht ihr das für eure Kunden? Genau, wir haben halt einen anderen Ansatz. Wir haben zum einen die Säule Retail Media, wo wir Werbeflash exklusiv von unseren Handelspartnern haben. Mediamarkt, Saturn, Real, Thalia haben wir letzte Woche announced. Das ist der eine Teil. Aber bei uns geht es ja darum, dass wir für Werbekunden diese Zielgruppen, die wir modellieren können, basierend auf den Informationen, den tatsächlichen Transaktionsdaten, überall im Internet ansprechen wollen. Ja, gerade wo die Leute halt sind. Und deswegen haben wir zu allen Top-Argov-Publishern Beziehungen. Wir sind ja auch ein Teil von einem großen Konzern, der sehr viel Geld im Marketing ausgibt. Und da haben wir halt Vereinbarungen mit fast allen großen Top-Argov-Playern, um genau die Leute dort anzusprechen, wo sie halt sind. Das liegt dem Konzept nahe, am User zu bleiben. Ne? Damit wir auf der Bühne nun keinen Walled Garden haben, möchte ich gerne Dr. Johannes Stegmann noch begrüßen und in unsere Diskussion einbeziehen. Herr Dr. Stegmann, Sie sind von Rewe Digital. Das Angebot der Rewe Digital, Entschuldigung, du, von Rewe Digital richtet sich an Industriepartner von Rewe und Penny, aber nicht nur, wie ich gelernt habe. Wie genau sieht euer Angebot an Industriepartner aus und wie verknüpft ihr die einzelnen Kanäle? Ich meine, anders als Otto kommt ihr aus dem stationären Geschäft, habt ihr nochmal ganz anderen Zugriff. Wie wird das bei euch verknüpft? Wie ist euer Angebot? Also wir machen in der E-Commerce-Welt vieles, was jetzt heute schon besprochen wurde. Das Besondere im Food-Bereich ist, dass das ja noch nicht so stark online angekommen ist. Und deshalb ist für uns das Stationärgeschäft noch sehr relevant. Wir haben allein bei der Rewe 27 Millionen Kunden jede Woche, die in unsere Supermärkte kommen. Zusätzlich gibt es noch viele Millionen Kunden, die zu Penny gehen, zum Thom Baumarkt, in unsere Reisebüros und so weiter. Kai hat es eben schon gesagt, ein Großteil dieser 27 Millionen Kunden bereitet sich, bevor er einkaufen geht, online vor, was er einkaufen möchte, wie die Öffnungszeiten sind oder surft sonst im Internet. Wir möchten den Kunden online abholen und in unsere Märkte bringen oder in dem Augenblick, wo er online unterwegs ist, für die Marke arbeiten. Und da haben wir drei Angebote, die wir gemeinsam mit unseren Industriepartnern entwickeln. Das erste große Thema ist natürlich Content. Wir haben ein sehr großes Inhouse Kreativteam aufgebaut, mit dem wir gemeinsam mit unseren Industriepartnern Content entwickeln. Wir waren beispielsweise zusammen mit den Lochis im Supermarkt hier in Köln und haben ein Video da im Supermarkt gedreht. Mit Tommy haben wir in unserer eigenen Produktionsküche ein Rezept für Spargel mit einer besonderen Tommy Hollandaise-Soße gedreht. Wir machen schöne Posts und all diesen Content, Websites, die wir entwickeln für unsere Partner, spielen dann auf unseren eigenen Medien aus, bei Facebook oder aber auf unserer Website. Wir haben natürlich auch Newsletter, wie wir ausspielen können und aber natürlich auch auf externen Websites. Wir machen sehr viel um unsere Märkte rum. Das ganze Thema Geo-Targeted Marketing ist für uns super, super relevant, sodass wir um die Märkte herum Werbung machen, gemeinsam. Und das Spannendste ist natürlich dann das dritte Thema, neben Content und Media, nämlich die Abverkaufserlöse. Wir haben ja auch die Ergebnisse und können dann unseren Werbetreibenden sagen, was hat das für einen Effekt gehabt? Wir haben die gemeinsame Werbung gemacht, was ist da jetzt wirklich angekommen? Beispielsweise, mein letzter Punkt, sind wir jetzt ab morgen der erste Partner von Ströer, der programmatisch auf Digital Out of Home einbucht, aus unserem eigenen programmatischen Team mit unserer DSP. Und da können wir dann um die Supermärkte herum, können wir dann über Digital Out of Home, jetzt in dem Fall ist es die Wagner Pizza, die wir da promoten, ab heute Abend 20 Uhr. Und dann natürlich schauen,
was ist da erfolgreich und was ist dann nicht woanders erfolgreich, wo wir es nicht machen. Und über diese Uplifts, die wir sehen, können wir sehr interessante Rückschlüsse ziehen, die dann für die Marketingkollegen super interessant sind. Aber du kurz nochmal zu Stichwort Erfolgsmessung. Wenn ich so nah am POS werbe, dann kommt ja unweigerlich der Performance-Charakter ins Spiel. Wie wird denn jetzt nun der Erfolg konkret gemessen? Also wird dann jedes Produkt, was über die Kassentheke gescannt wird, der Kampagne zugerechnet oder wie funktioniert die Erfolgsmessung? Also wir haben da mehrere Möglichkeiten. Einmal natürlich AB-Testing, dass wir uns wie jetzt im Beispiel von Ströer anschauen. In manchen Städten und Gegenden spielen wir das aus, in anderen nicht. Und dann sieht man in den Städten, in denen es nicht ausgespielt worden, klappt es oder nicht. Dann haben wir auch Vouchers, die wir ausspielen können, sodass man mit den Vouchers in die Supermärkte geht und dann weiß ich natürlich ganz genau, welcher Kunde da aktiv ist. Was für uns ein Riesenvorteil ist, sind unsere Kundenkarten. In Deutschland ist das Payback. Ja. Wir können dann über Payback werben. Die Kunden gehen mit ihrer Payback-Karte in den Supermarkt, kaufen dort ein und dann sehen wir, hat das geklappt oder nicht und vor allem auch langfristig. Ich kann dann im Beispiel von der Wagner Pizza mir anschauen, ist das eine Werbung, die hat nur einmal funktioniert oder hat der Kunde jetzt über die Zeit wirklich von der Wagner Pizza auf eine andere Pizza seinen Konsum getauscht. Und am Ende ist das, was die Marketingleiter von den FMCGs interessiert. Wirkt meine Werbung? Und wir sind eben diejenigen, die dem Kunden sagen können, dass sie wirkt. Und ich glaube, da machen wir auch gemeinsam ganz spannende Ergebnisse. Das würde mich interessieren. Ich hasse es zwar, diese Frage stellen zu müssen, aber aus Sicht des Kunden, wenn ich so nah am POS bin, ist das eine Performance-Kampagne? Ist das Branding? Wie sortiere ich das im Unternehmen ein? Also auch wenn es furchtbar ist, das diskutieren zu müssen, aber die Trennung gibt es ja nach wie vor. Das ist, also ist gar nicht furchtbar. Das ist eher, was angesprochen wurde, ist ein bisschen Paradigmenwechsel sogar bei uns. Ja? Also das heißt, früher haben wir als klassischer Markenartikler immer also vom Upper zum Lower Funnel gedacht. Irgendwo muss Awareness aufgebaut werden, Interest und dann Buy und so weiter. Was wir jetzt machen, anfangen zu machen, wir gehen rückwärts, vom Lower zum Upper. Und damit kommt der Performance-Charakter eben bei uns in die Mediaplanung rein, was früher kein Thema war. Und damit meine ich nicht nur beim E-Commerce, wo es ja prinzipiell einfach das Thema ist, sondern auch online to offline. Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir auch kulturell gemeinsam formen müssen, wo wir auch Mediaplanung ganz neuen Richtlinien unterziehen müssen, aber das meines Erachtens wird das die Zukunft sein. Wahrscheinlich auch interne Zusammenarbeit, wahrscheinlich gibt es eure klassischen Abteilungen oder Marketingstrategien ja nach wie vor, das heißt auch eine besondere Position bei dir. Das ist ein Zusammenwachsen, also die typischen Silos, die vielleicht früher bestanden, wie da gibt es Marketing, eine Kommunikation, einen Vertrieb, die verschwimmen. Also das heißt, das sind Gespräche, die wir führen, da sitzen dann Vertrieb, ein Einkauf, wir zusammen und das ist, da merkt man eben, dass das Ganze dann irgendwie eins wird. Also und das ist eine spannende Zeit, spannende Phase, da dabei zu sein. Das ist Thorsten, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, ich muss sagen, wir haben noch ein Produkt, was genau darauf einzahlt, wo ich auch begeistert von bin, das sind die Paketbeileger. Ein Produkt, was wir wiederentdeckt haben, gerade für Markenartikler. Wir haben inzwischen relativ viele Markenartikler, die parallel zum TV-Spot genau auf diese Zielgruppe Promen in die Pakete reinschmeißen. Wir packen eine Werbewirkungsforschung hinterher und sehen dann auch relativ schnell, was für Uplifts da zustande kommen. Und das ist auch wieder durch das Datenthema natürlich möglich geworden, dass man relativ gut diese Paketbeilege auf Zielgruppen aussteuern kann im Upper Funnel auch über digitale Werbung teasern und sieht die Werbewirkung dann auch direkt nachher am POS, entweder online oder auch offline. Das ist tatsächlich, ich möchte einmal auf deinen Punkt nochmal zurückkommen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese klassische Aufteilung von das ist Branding, das ist Performance, das wird in Zukunft verschwinden, weil das genau die erfolgreichen Strategien sind und die Möglichkeiten haben wir eben erst heute. Ja, die meisten Leute starten ohnehin ihre Produktsuche bei Amazon. Das heißt, man sieht sozusagen die Grundgesamtheit bei Amazon und dann können wir hergehen mit den Kunden und genau abschichten und sagen, jetzt schauen wir mal, was habt ihr denn heute an aktueller Nachfrage auf euren Produkten, auf eurer Marke? Ja, welche Leute wollen euch kaufen und was kann ich dann konkret tun, um dort die Conversion zu erhöhen? Ja, insbesondere über Search Advertising oder über Retargeting. Wenn ich das im Griff habe und sozusagen da schon an einem Optimum bin, dann kann ich überlegen, jetzt gucke ich mir die Kategorie an. Ja, da sind aber viel mehr Leute, die interessieren sich für Konkurrenzprodukte und haben aber meine Marke noch nie berührt. Ja, das sehen wir in den Daten ja genau. Und dann können wir dafür Strategien entwickeln, wie kann ich meinen Share of Voice in der Kategorie erhöhen? Ja, wie kann ich Produktpräferenz treiben?
Wenn ich das gut mache, dann gibt es immer noch 20 Millionen, die eigentlich in der Zielgruppe wären, aber noch keine Online-Berührung im Grunde mit der Marke hatte. Und dafür kann ich dann wieder Strategien entwickeln. Und so hangle ich mich tatsächlich von unten nach oben und setze ein Kontinuum im Gang, wo am Ende die Frage, ist das Performance oder ist das Branding, eigentlich gar nicht mehr relevant ist. Stellt sie nächstes Jahr nicht mehr, hoffe ich. Ich möchte jetzt aber gerne mit Blick auf die Zeit nochmal die Perspektive wechseln. Und zwar, wir haben jetzt gerade die Perspektive des Werbungtreibenden vertreten, aber wir haben ja sicherlich auch ein paar Online-Händler hier vor Ort. Und Ricci, ihr heißt nicht Metro Media Group, obwohl ihr zur Mediamarkt Saturn Gruppe gehört, sondern Retail Media Group. Und du sagst selbst, ihr seid von Händlern gegründet für Händler. Ihr positioniert euch als Vermarktungsdienstleister für andere Online-Händler. Möchtest du mal kurz sagen, wie das Angebot ist jetzt für Händlerseite, also es ist nicht für Händlerseite. Genau, also was wir sozusagen gesehen haben, im Konzern hatten wir drei Vertriebslinien, Mediasaturn, Real und Metro Cash & Carry. Und das Spannende dabei ist, dass man halt verschiedene Kategorien abdeckt. Ich weiß, dass jemand ein iPhone gekauft hat bei Mediamarkt, eine Sonos bei Saturn, bei Real irgendwie das Bio-Wasser. Das heißt, ich kann einen Konsumenten viel besser abdecken. So. Plus ist es ein spannendes Wachstumsfeld, wenn man sagt, Datenmonetarisierung. Die Frage ist halt für Händler, wie funktioniert das? Händler wollen ihre Daten nicht verkaufen, sie wollen die Hoheit über Daten behalten und wir haben ein Konstrukt gefunden, wo man das sicherstellt. Ja, das heißt, man kann Daten monetarisieren, ohne sie zu verkaufen. Deswegen gibt es bei uns auch kein Data-Only. Ne? Man wird niemals sehen, Segment okay. XY, 2,50 Euro. Das wird mit unseren traditionellen Händlern nicht funktionieren. Und genau dieses Angebot oder diese Fragestellung, dass Händler sagen, ich habe doch spannende Daten, ich weiß, was Leute bei mir kaufen, online und offline, die zu monetarisieren. Da gehen wir zu weiteren Händlern. Wir haben ja vor 2 Wochen Thalia announced und sagen denen, ja, das ist auch für euch spannend, ein spannender Wachstumsfeld, ein neuer Umsatzkanal und wir können euch dabei helfen, wenn es darum geht, welche Werbetechnologie macht Sinn. Ja, wie kriege ich das Know-how? Ja, weil wenn jetzt jeder Händler anfangen würde, sich mit DSPs, SSPs etc. rumzuschlagen, wird es wahrscheinlich schwierig. Die Technologiekompetenz in zu Hause, dann sagen wir einmal, wir können das für euch übernehmen, wir haben die Leute in Berlin sitzen, die das können, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit Agenturen zu sprechen, mit Werbekunden zu sprechen, sich Kampagnen zu überlegen, Zielgruppen zu überlegen und auf der anderen Seite wird das Umsatzpotenzial ja viel größer, wenn man nicht nur in seiner Kategorie ist und mit seinen Lieferanten spricht, sondern auch weitere Werbekunden ansprechen kann. Das Skaleneffekte, Stichwort genau. Reichweite, ich nehme an, Online-Shops haben ja auch nur wenig Daten in den betreffenden Kategorien. Ne? Ja. Welche Voraussetzungen muss ich denn als Händler mitbringen? Also gibt es da bestimmte Kennzahlen? Ich sage, so und so viele Unique User solltest du haben oder die und die Branchen solltest du bedienen. Wie macht ihr das fest? Aus unserer Sicht ist es nicht ein Thema für jeden Händler oder jeden E-Commerce-Store, sondern was wir machen, wir fokussieren uns pro Vertical auf einen der Top 3 Multi-Channel-Händler. Ja, wir sprechen immer mit den Top 3 und gucken, wer davon wird aufgenommen. Ja? Weil da haben wir auch keine Anzahl an Uniques, weil bei uns ist ja das Thema Offline auch noch ein Thema. Ich meine, E-Commerce in Deutschland ist irgendwie 10%, die anderen 90% passieren halt in den Geschäften. So, das darf man halt nicht vergessen. Und da versuchen wir die Daten von den Offline-Touchpoints online verfügbar zu machen. Das ist auch ein Schwerpunkt von dem, was wir tun. Das heißt, bei uns geht es auch teilweise darum, wie viel Online-Traffic ist da, aber auch, ist es eine Data-Brand, sagen wir. Ne? Dann hat man nämlich die Diskussion über Datenqualität nicht, weil jeder kann verstehen, das sind Leute, die haben bei Thalia eine Steve Jobs-Biografie gekauft. Ja, logisch, bei Mediamarkt ein iPhone. Das ist ganz klar für Werbekunden und Agenturen verständlich, wo die Daten herkommen und dann halt die zu modellieren und in Kampagnenkonzepte zu überführen. Ganz kurz Frage an die anderen. Nehmt ihr andere Online-Händler ins Vermarktungsportfolio auf? Ganz wir machen das ja heute schon. Wir sind ja aktiv mit Penny, mit Payback unterwegs. Da haben wir DM mit dabei, Kaufhof, Fressnapf und viele andere. Und wenn man sich die Rewe Group anguckt, wir haben ja nicht nur Lebensmittel, sondern wir haben unseren Baumarkt und Touristik. Und wenn ich das alles zusammenzähle, wissen wir, was der Kunde für Lebensmittel kauft. Wir wissen, wie er sein Haus einrichtet. Wir wissen, wo er in Urlaub fährt. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und zusätzlich im nächsten Schritt gehen wir auf Kooperationspartner zu und arbeiten mit einem Streuer viel, mit einem Facebook und anderen, um einen Reach zu bekommen. Und das reicht zumindest aktuell, um mit unseren guten Industriepartnern, letztes Jahr haben wir so ungefähr 300 Kampagnen mit 100 unterschiedlichen von unseren Lieferanten gemacht, spannende Sachen zu machen. Und wer weiß, vielleicht gehen wir auch irgendwann mal die Richtung und
müssen da noch mehr Reach bekommen, aber aktuell sind wir da noch ganz gut aufgestellt. Wenn ich jetzt uns online hebe, zu Online-Händler, zur Otto Group Media komme, hilft ihr mir? Naja, oder schickt ihr mich zu Richie? Naja, wir haben ja aktuell schon 60 Händler in der Otto-Gruppe in der Dachregion. Wir sind ja ein relativ heterogenes Unternehmen mit verschiedenen Vertikalen. Und wir denken intensiv darüber nach, das Portfolio auszuweiten, sind auch mit verschiedenen Partnern in Gesprächen. Und wir können uns gut vorstellen, im nächsten Jahr auch weitere Händler zu onboarden, Händler, wo wir unsere Daten wiederfinden und die zu uns passen. In unserer Welt haben wir natürlich über unseren Marktplatz ohnehin Zehntausende von kleinen, mittleren Händlern sozusagen direkt bei uns, denen natürlich alle Marketingmöglichkeiten offen stehen, die sie auch intensiv nutzen. Ja. Das ist unser Weg. Im Übrigen ist es für uns wichtig, sagen, das Kundenvertrauen bei diesem Thema auch in den Vordergrund zu stellen. Also Datensicherheit, Data Privacy ist für uns essentiell. Nur wenn wir in der Lage sind, tatsächlich im Vertrauen des Kunden hochrelevante Werbung zu machen, sagen, ist das akzeptiert. Und ich glaube, das können wir in unserem Setup, in unserem Fokus besser, wenn wir auf unseren eigenen Assets arbeiten. Jetzt haben wir eine Minute 58 Abschlussrunde. Ich wollte ganz kurz von Ihnen wissen, als Mitgift für die Anwesenden, welche Wünsche habt ihr denn als Anbieterseite an die Werbungtreibenden, wenn sie Retail Media für sich nutzen wollen? Also was muss denn der Kundenseite dazu beitragen, um Retail Media zu nutzen? Aus der Sicht von Kai Tornagel, welche Empfehlungen du weitergeben kannst? Ganz kurz in 10 Sekunden für jeden. In 10 Sekunden. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal, dass man... Da es bei uns um Daten geht, ist die Ausspielart Programmatic. Und viele haben in den letzten Jahren irgendwie schlechte Erfahrungen mit Programmatic gemacht. Und da ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man sagt, es ist halt einfach eine technische Grundlage und man sollte es als Werbekunde oder Agentur nicht per se verteufeln. Das heißt, sozusagen Programmatic eine zweite Chance geben, ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben nur einen wichtigen Punkt. Leider heute. Was ein kurzer Tipp an die Werbung treiben. Ja, also es wurde gerade viel gesprochen über Gemeinschaft, also Kooperation zwischen Händlern, aber man muss auch die Kooperation mit dem Werbetreibenden sehen, weil am Ende sprechen wir über einen Purchase-Funnel und der fängt irgendwo an. Und auch da können wir einiges an Interessenpunkten reinbringen und sagen, irgendjemand, der mal ein Milka-Ad geklickt hat, ja, und das zweite Mal Milka mit irgendeiner Tafel Schokolade, das Interessenpunkt können wir weitergeben. Und dann wird nämlich das entstehen, dieses Thema Content-Synchronisation, Content-Sequencing, wo man wirklich eine relevante Purchase-Journey aufbauen kann. Und das geht nur, wenn man, wo wir jetzt dieses Thema Daten heute haben, entsprechend auch in unsere Richtung dann sich überlegt, wie man das zusammenbringen kann. Wir als Rewe sprechen ja traditionell bei unseren Lieferanten mit den Vertrieblern dort und merken, dass das, was wir eben besprochen haben, total wahr ist. Also es ist eine sehr große Welt noch zwischen der Vertriebswelt dort und den Marketingleuten. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass es mehr Leute wie den Kai gibt, die dazwischen stehen und dass die anderen Konsumgüterunternehmen auch solche Stellen schaffen, wo dann die Vertriebler stärker auch in Richtung Marketing denken. Und die Marketing-Leute aber auch stärker in Richtung Performance und sagen, was kommt denn da hinten raus? Ich glaube, das würde die Welt da deutlich verändern. Ich möchte jetzt aber nicht den Kai da, dass er abgeworfen wird. Der muss bei Mondelez bleiben. Ganz kurz, bevor wir von der Bühne gejagt werden. Philipp, was wünschst du dir für eine Werbungtreibende? Ich glaube, auf Vorstandsebene und Geschäftsführungsebene ist bei den meisten Kunden dieses Relevanz, dieses Thema komplett verstanden. Viele Unternehmen haben noch Probleme, die organisatorischen Strukturen zu schaffen im Haus. Ich glaube, das ist der nächste wichtige Schritt. Einige gehen da voraus, einige können das schon, aber in der Breite wird das die nächste Herausforderung. Und du wünschst dir Kreativität? Nein, ich wünsch mir, dass die Werbetreibenden viel intensiver ihre Kreativagenturen challengen. Ich habe so einen wunderbaren Case von Mini Countryman von der Media Plus gesehen. Wir haben inzwischen so gute Daten, wenn ich sehe, wie die gleichen Creatives teilweise über so heterogene Zielgruppen geschüttet werden, das ist Perlen vor die Säue bei der guten Datenqualität, die Retailer haben. Ich glaube, das Denken von Daten muss bei der Kreation beginnen. Ich muss meine relevanten Zielgruppen absondern, dafür detailliert produzieren und dann sitzen hier genug Partner, die dann in der Lage sind, einfach Zielgruppen genau aussteuern zu können. Aber ohne, dass die Kreativagenturen von Anfang an darüber nachdenken, funktioniert das nur halb so gut, wie es funktionieren könnte.
Ich denke, da sind wir uns einig. Also das Wissen der Daten nutzen und anwenden, organisatorisch enden, in der Kreativität einbringen. Ich danke ganz herzlich für die Runde. Wir hatten leider nicht viel Zeit. Wir könnten mit jedem von Ihnen noch eine halbe Stunde weiter diskutieren. Trotzdem bedanke ich mich für die Runde und wir sind in der Zeit und wünschen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Danke.